Eine Sorge bin ich hinter Nikolaus. Es war ein Mann vor nicht allzu langer Zeit im Königreich Fulnes. Eine schöne Prinzessin aus dem Arzthaus Bodela hatte gerade die Volljährigkeit erreicht. Und wie es üblich war, mussten volljährige Prinzessinnen heiraten. Ihr Vater, Herzog Fred, befahl von seinem besten Haus, die weit oben in den Bergen lag, einen Garten für seine Tochter zu suchen. Er ließ 50 ledige Männer aus dem ganzen Königreich zu sich in die Burg bringen und stellte sie seiner schönen Tochter vor. Der erste war Manfred der Lustige. Er kam von weit her und versuchte, die schöne Prinzessin mit seinen Trompetenklängen zu erobern. Doch als Herzog Fred diese Melodie noch hätte, ließ er Manfred den Lustigen aus seiner Burg werfen. Als nächstes kam Fabio der Bäcker, welcher für das Frühstück frische Brötchen mitbrachte. Vor allem die Gattin des Herzogs, Herzogin Karin, war begeistert vom jungen Mann. Doch die Prinzessin gab sich nicht zufrieden. So ging es den ganzen Tag weiter. Doch die Prinzessin war mit keinem der Ledigen zufrieden. Da machte sie sich auf den Weg, um ihre große Liebe zu finden und zu heiraten. Sie packte ihre wertvollsten Güter und verschwand. Ihr Ziel war schon nahe, denn ein wenig entfernt vom Sitz der Bodilas war ein Orakel ansässig. Es war im ganzen Land bekannt unter dem Namen das Orakel Hornela Hermann. Die schöne Prinzessin kam zu ihm und fragte: Allwissender Hermann, wo finde ich meinen zukünftigen Ehemann? Da antwortete das Orakel: Ich wohne schon gehört, das alles dein Hohlkörper zur Auswahl war. Du merkst schon, wenn einen utopischen Ehemann hinter den sieben Weinbergen findet. Glücklich reiste die junge Prinzessin weiter. Hinter den sieben Weinbergen kam sie ein kleines Häuschen. Es war das Zuhause der sieben Zwerge. Der erste Zwerg war Hermann. Der dritte Zweig hieß Johann. Er war der Schönling unter den sieben Zweigen. Er hatte immer einen Kamm dabei. Der vierte hieß Peter. Er war sozusagen der Tänzer unter den sieben Zweigen. Nummer fünf war Johannes Maria. Er war der Künstler. Der sechste Zweig war Hubert. Dieser war der lustigste Zweig.
schöne Prinzessin. Da sagte Hermann zu ihr: Oh, unser siebter Zwerg ist Klaus. Dieser kommt aber immer zu spät zur Probe. Irgendwie war sich die Prinzessin nicht sicher und sie entschied weiterzuziehen, da ihr keiner der sieben Zwerge wirklich zusagte. Nach ein paar Stunden kam sie zu einem riesigen Turm. Doch dieser Turm hatte keinen Eingang. Sie hatte schon davon gehört, dass hier ein junger Prinz eingesperrt wurde. Sein Name war Adi. Die schöne Prinzessin rief: Adi, Adi, lass dein Haar um. Den Boden berührte. Die schöne Prinzessin erklomm sogleich den Turm an den Haaren. Doch nach ein paar Metern spürte sie, wie sich die Haare lösten, und sie plumpste mitsamt der Mähne auf den Boden. Da hatte Adi keine Haare mehr. Nichts für sie sein. Es wurde langsam schon wieder dunkel und die Prinzessin erkannte in der Ferne ein Lagerfeuer. Sie versteckte sich hinter einem Gebüsch und sah einen kleinen Mann. Dieser tanzte ganz merkwürdig um das Feuer. Die schöne Prinzessin erkannte den Mann. Er hieß Ziepe. Beziehungsweise wurde er von allen so genannt. Aber niemand wusste, wie er wirklich ist. Es schaute so aus, als würde der Mann singen. Da hörte sie ganz genau hin und hörte, wie der Mann immer wieder sagte: Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Simama Peter. Das war nichts für die Prinzessin und sie zog weiter. Als sie müde wurde, legte sie sich unter einen Baum und schlief ein. Am nächsten Morgen wurde sie durch ein komisches Geräusch geweckt. Ein Frosch saß vor ihrer Nase. Er erklärte ihr, dass er eigentlich ein Prinz sei und von einer Hexe verflucht worden war. Sein Name war Conny. Einzig ein Kuss könnte ihn vom Fluch erlösen. Dann nahm die Prinzessin all ihren Mut zusammen und küsste den Frosch. Da verwandelte er sich in einen Menschen. Nur war die Prinzessin von diesem Prinz nicht so begeistert, also zog sie weiter. Auf halbem Wege kam ihr ein Mann entgegen. Sie hatte von ihm schon gehört. Er wurde der gestiefelte Kater genannt. Eigentlich hieß er Sandro. Aber er hielt es im Gasthaus immer so lange aus, dass er am nächsten Tag mit einem Kater durch das Land zog. Davon war die Prinzessin aber nicht begeistert, also zog sie weiter. Nachher der Stadt kam ihr ein weiterer Mann entgegen. Sein Name war Raphael. Er hatte eine Schleife um auf der Stadt, 7 auf einen Streich. Da fragte ihn die Prinzessin: Raphael, hast du wirklich 7 Räuber auf einen Streich erledigt? Da sagte Raphael: Nein, nein, meine schöne Magd. Ich habe 7 Weizen auf einen Streif erlegt. Das gefiel der Prinzessin eher weniger und sie zog weiter. Die Prinzessin wusste von einem Fürsten in der Stadt, welcher noch nicht vergeben war. Sie kam auf den Marktplatz, den man Babylon nannte. Da gab es Musik und es wurde gelacht. Bekanntlich waren die Nachbarn nicht so glücklich darüber, dass es immer so laut war und war. Einige riefen auch immer bei einem wirklichen Ordnungshüter an. Aber den Menschen in Babylon war das egal. Da war zum Beispiel ein Mann namens Otto, welcher immer wieder durch das Babylon rief und schrie: Hat Emperor an Aid für mich? Aber an Franz, welcher sich auf seine alten Techniken verließ und
Felix, welcher immer auf den neuesten Stand war. Auch eine eigene Musik spielte freitags immer im Barion auf. Genannt wurden sie die Fulmer Stadtmusikanten. Sie bestanden aus einem Esel mit einer Zierhogel, einem Hund mit einer Gitarre, einer Katze mit einer Kontrabass und einem Hahn mit einer Trompete. Hinter dem Pavillon gab es ein Theater. Genannt wurde es das Stubaier Bauerntheater. Und ein paar Meter weiter gab es einen Brunnen namens Katlas Brunnen, bei welchem sich immer die tratschenden Weiber eintrafen. Christine, Katrin, Erika, Maria und wie sie alle hießen. Also machte sich die Prinzessin auf den Weg, betrat den Hof des Fürstens und verlangte eine Audienz bei ihm. Als sie den Thronsaal betrat, erklang die Fanfare des Fürstens. Thank you.
So hat es sich damals zugetragen. Und ihr mögt euch nun auch fragen, ob wirklich alles richtig ist. Aber wie ihr wisst, ein Märchen ist und bleibt erfunden, auch zu diesen späten Stunden. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und in niemanden eine Wut entfacht. Es ist alles nur ein Spaß gewesen und ich hab's halt vorgelesen.